Es war im Kühlschrank. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute gibt es ein kleines, kurzes Video, wo es jetzt nicht unbedingt um einen Film geht oder nicht unbedingt um etwas Aktuelles. Ich möchte erstmal großartiges Dankeschön an alle aussprechen, die mich abonniert haben. Wir haben die 2000er-Marke jetzt geknackt. Wir werden immer größer und morgen die Welt. Wie ja schon ein paar von euch mitbekommen haben, war ich im Klausurenstress. Das ist jetzt vorbei und ich habe ein paar neue Projekte. Ich schneide gerade an einem sehr, sehr aufwendigen Video. Das wird eine Dokumentation über Stockholm, eine Stadt, in der ich viel Zeit meines Lebens verbracht habe. 5, 6 Wochen wahrscheinlich waren das insgesamt, verteilt auf 3 verschiedene Urlaube. Und ich kenne diese Stadt schon relativ gut und aus dem Grund habe ich mir gedacht, weil ich auch Geschichte studiere, dass ich das mal so ein bisschen kombiniere, so ein bisschen Traxation History. Ist auch etwas, was ich schon mal länger vorhatte. Jetzt geht's allerdings um anderes und zwar, ich bin zurückgegangen in meine Kindheit und habe mir jetzt in den letzten paar Abenden habe ich mir die Serie Captain Baloo und seine tollkühne Crew angeschaut, die ich früher auf Super RTL sehen durfte. Und sie macht immer noch immensen Spaß. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt aus der Perspektive eines Erwachsenen sieht. Denn das ist ganz schön erwachsener Shit, der da besprochen wird. Irgendwie Baloo, der andauernd nur Party machen will und bis in die frühen Morgenstunden bei Louis abhängt und tanzt. Naja, der will sich halt etwas hinter die Binde kippen. Und dann gibt's Piraten, die rumballern und shoot them a lot. Da sind so viele coole Sprüche drin und erwachsene Themen, die da besprochen werden. Und ich kann jedem, der diese Serie noch nie gesehen hat, der sie in seiner Kindheit nicht gesehen hat und jetzt auch schon irgendwie in der Pubertät ist, nach der Pubertät 20, 30, 40 Jahre alt ist, die Serie lohnt sich wirklich, das ist echt Quality. Aber wie das Thumbnail verraten hat und wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, geht es heute hier rum. Ja, ich habe mir gestern Harry Potter and the Cursed Child geholt. Der, naja, es ist kein Roman, es ist ein Stage-Play-Skript. Also wenn man das aufmacht. Also es ist halt wirklich ein Skript. So sieht's vorne aus, so sieht's hinten aus. Und so sieht das Ganze ohne den Umschlag aus. Ich bin jetzt schon auf Seite 35. Ich habe mich vorhin hingesetzt und das mal ein bisschen angelesen. Und ich muss leider Gottes sagen, das saugt. Die Figuren fühlen sich alle sehr verschrieben an. Die einzige, die mich etwas an die Figur aus dem Buch erinnert, also aus der Romanreihe, ist Hermine. Aber sie wirkt eigentlich auch mehr wie, als hätte man das auf Emma Watson geschrieben und nicht für Hermine. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja, es spielt ja, wie gesagt, 19 Jahre später und Harry ist im Ministry of Magic da unterwegs und er fängt Zauberer und so weiter. Er ist ja ein Auror, so heißt es. Und ja, sein Sohn ist jetzt in Hogwarts, Albus Severus Potter, und dem geht's nicht gut, weil der hat Father-Son-Issues, also Vaterkomplexe. Weil irgendwie alle sagen, er ist nicht so cool wie sein Daddy-O. Und dann, wie sollte es auch anders kommen? Der kommt dann natürlich nach Slytherin und befreundet sich mit dem Sohn von Draco Malfoy, Scorpio Malfoy, der anscheinend, das geht ein Gerücht um, dass er der Sohn von Voldemort ist, weil irgendwie die Frau von Draco hat anscheinend, also das ist das Gerücht, einen Zeiten, also so diesen Time-Turner, den wir aus Gefangener von Azkaban kennen, mit dem ist sie irgendwie in die Vergangenheit gereist, um ein Kind zu zeugen mit Voldemort. Also ich lese es jetzt nochmal kurz für euch vor. The rumor is that my parents couldn't have children. My father and my grandfather were so desperate for a powerful heir to prevent the end of the Malfoy line that they used a time-turner to send my mother back. To send her back where? The rumor is that he's Voldemort's son, Albus. It's probably rubbish. I mean, look, you've got a nose. Und das Erzähltempo ist halt auch schwachsinnig schnell, weil der springt quasi von einer Szene zur nächsten, und zwar oft auf einer Seite springen die dreimal in einer Sequenz, und dann steht immer, we are suddenly in the potion, blah, we are suddenly in the great hall, and suddenly Harry appears from nowhere. Und ich vermisse irgendwie diesen Romanfaktor.
also dass das auch irgendwie alles so beschrieben wird, weil das war eigentlich die große Stärke von Joanne K. Rowling, dass sie alles sehr schön beschrieben hat und also sie hat ein wunderbares Universum aufgebaut und sie war nie so wirklich die Heldin, was Dialoge angeht. Weil die Dialoge, wenn ihr die Romane gelesen habt, die sind eigentlich immer das schwächste Glied von Potter. Die einzige Figur, die wirklich andauernd gut geschrieben ist, ist Snape. Ansonsten sind alle Figuren so absolut einfach gezeichnet, damit es auch der Dummdödel Nummer 4 von um die Ecke versteht. Und das hier ist jetzt genau das. Das ist quasi das ad absurdum getrieben. Weil Albus Potter sagt wirklich wortwörtlich, I have father-son issues. So von wegen so, that's my character. Did you get it? Und ich werde es auf jeden Fall fertig lesen. Hey, ich mag Potter und Expelliarmus und das ist natürlich Teil meiner Kindheit und so weiter. Ich habe 1997 habe ich den Stein der Weisen gelesen. Da war ich sogar spaßigerweise in England, als ich den gelesen habe. Natürlich nicht auf Englisch. Da war ich ja 7, da konnte ich noch kein Englisch. Ich habe es mir durchgelesen und ich fand es super. Ich habe die Hörbücher dann noch gehört, von Rufus Beck gelesen. Das ist wirklich sehr, sehr mau. Es basiert ja auf einer Kurzgeschichte von ihr und sie hat dann quasi mit zwei anderen Leuten dann irgendwie dieses Skript geschrieben, mit John Tiffany und Jack Thorne. Und ja, es ist halt nicht das Gelbe vom Ei, es wirkt irgendwie nicht wie Harry Potter. Ich muss mal schauen, wie es jetzt noch auf den nächsten Seiten wird. Aber im Augenblick bin ich eher ein bisschen enttäuscht. So, das war's jetzt eigentlich auch. Das ist nur so ein kurzes Info-Video gewesen, was zurzeit gerade bei mir läuft, wie es weitergeht mit dem Kanal hier. Und natürlich ein großartiges Dankeschön an jeden einzelnen von euch, der mich abonniert hat. Schaut mich auch weiterhin, das freut mich. Ich freue mich auf jedwede Interaktion, Kommunikation mit euch in den Kommentaren. Das macht mir einen riesigen Spaß, für euch Content zu erstellen. Und natürlich, jetzt komme ich dann langsam mal wieder ins Kino. Ich möchte The BFG sehen, ich möchte Star Trek Beyond sehen, ich möchte Suicide Squad sehen. Und was gibt es noch? Ah ja, Ghostbusters. Dem möchte ich mir natürlich auch anschauen. Ansonsten war es das jetzt erstmal von mir. Lass mich auf jeden Fall deine Gedanken wissen zu Captain Baloo und auch zu Harry Potter and the Disappointing Play. Und natürlich weiterhin viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und Missetat begangen.